So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, das im Hintergrund ist quasi der Anfang des KV1, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest die Wanne sieht so ein bisschen KV1-like aus. Und der Turm erinnert mich so ein bisschen an KV1. Ja, ist aber der T-26. Ja, das heißt, wir haben heute die ganz, ganz kleinen russischen Panzer. Und ja, die habe ich auf meinem Kanal noch nie gezeigt und ich dachte, das wäre doch mal was. Und vor allen Dingen gehen die Runden nicht so lang. Was ganz gut ist, denn ich habe auf meiner Festplatte nicht mehr so viel Platz. Das heißt, das Video heute wird wahrscheinlich so 10 Minuten lang. Ja. Ich habe nämlich noch die ganzen Folgen Faster Than Light, die ich aufgenommen habe. Das Let's Play ist jetzt fertig aufgenommen. Zumindest die erste Runde. Und die werde ich jetzt alle noch bearbeiten und hochladen. Ja, aber deswegen ist meine Festplatte ein bisschen voll. Sie hatte ursprünglich 2 Terabyte. Naja. Gut, da ist noch so Kram drauf wie irgendwelche Sicherheitskopien und blabliblub. Na gut. Wir warten wie gewöhnlich auf eine Schlacht. 52.000 Spieler, das ist mehr als sonst. Naja. Vielleicht soll ich mal zu humanen Uhrzeiten aufnehmen. Ja. Wir warten immer noch. Es ist... Oh, Aschefluss. Na, das ist doch mal eine schöne Karte. Jetzt ist wieder unschön. Jetzt wird es wieder nicht so schön. Schon ist die Karte hässlich. Ich fahre nämlich normalerweise immer hier oben hin. Immer. Immer. Ich mache nie was anderes. Naja. Im Übrigen werden wir jetzt immer noch da oben hinfahren. Und irgendwie höre ich gerade keinen Spielsound, aber ich hoffe, der kommt noch. Ansonsten, ja. Heute kein Spielsound. Doch. Wir haben Sound. Und fahren mal hier oben hin. Düm, 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 düm. Warum fahre ich hier oben hinten? Ganz einfach. Ich will natürlich von oben runterschießen. Und hoffe einfach, dass ich von niemandem behelligt werde. Dachte mal so, hey, ich bin auch hier oben, wie geht's dir denn? Granate. Danke. Immer diese netten Menschen, die mit Granaten auf einschießen. Die mag ich besonders. Oh, so viel Ziele. Kritischer Treffer. Tschüss. An seiner Stelle würde ich mich wegbewegen, aber ist nur so eine Idee. Oh, wer hat denn da auf mich geschossen? Hat niemand auf mich geschossen? Oh, so viele Ziele. Ah, in den... Lol. Ich schieße immer viel zu selten, weil ich immer denke, muss ja nachladen. Ja, von wegen. Scheiß muss ich. Kriege ich die rein? Ah, verdammt. Bleib stehen, Crusader. Nein, nein. Cool, die kommen bei mir nicht durch, oder was? Was los, bitte? Ach, natürlich kommen die bei mir nicht durch, das ist die KI. Der T26. Alter, dieser KI-Panzer, der geht mir ja mal massiv auf die Nerven. So. Wer einfach alles auf mich schießt. Alter, Jungs, beruhigt euch. Da steht auch noch was. Okay. Neubaufahrzeug. Oder ein Marblehead. Nein, Neubaufahrzeug.
Das muss ein Premium-Panzer sein. Habe ich noch nie gesehen. Das ist jetzt aber nicht so schön. Wir versuchen mal wieder da hinten auf die Leute zu schießen. Nee, nicht so gut. Komm schon, Feuer, Feuer. Yes, tschüss. PT5. Nächster. Ach, verdammt, weg, weg. Oh, kann nicht mehr weg. Sie sehen aber nur meinen Turm, das ist schon mal gut. Da können sie jetzt ordentlich reinschießen. Ja. Also die Position hier oben ist eigentlich ganz gut. Kann mich nicht beschweren. Ich sollte nur ein Stückchen zurückfahren, glaube ich. Ein ganz kleines Stückchen zurückfahren. Falscher. So. Jetzt bin ich so weit wie möglich zurückgefahren. Da steht noch eine Crusader. Krieg ich die? Ja, also ich kann zumindest drauf schießen. Auf den kann ich auch schießen. Zack. Kritischer Treffer. Das ist ein bisschen fies, glaube ich. Kann das? Nein, jetzt hat mich die Crusader. Okay. Was ist denn das für ein Panzer neben mir? Hä? So. Dann hat er nur Premium-Panzer. Interessant. Lauter neue Panzer. Meine Güte, ey. Draußen ist irgendwas umgefallen. Ich habe mich kurz erschreckt. So. Wir fahren wieder hier oben hin. Und werden dann mal gucken, ob wir das gleich einfach nochmal abziehen können. Ihr habt den Berg angezündet. Wenn das jetzt ein Berg aus Kohle ist, ne? Ja, dann viel Spaß doch. Nee. Immer erst denken und dann auf Berge schießen. Wer weiß, vielleicht war das ja ein explosiver Berg und hätte uns alle umgebracht. Hm? Aufbauerklärungspanzer 38T. Wie gesagt, Panzer, die man noch nie vorher gesehen hat. Zumindest ich nicht. Oh oh. Treffer. Treffer. Non-Treffer. Non-Treffer. Und er brennt schon wieder. Witzig. Weg. Feuer. Treffer. Non-Treffer. Er brennt. Und er ist auch weg. Nee, halt. Das war eine andere Abschlusshilfe. Und er ist auch weg. Die Position hier oben ist... Da ist noch ein T26. Kriegen wir den? Nee. Da hinten stand noch irgendwas. Kriegen wir auch nicht. Oh, guck mal. Da ist noch ein KI-Panzer. Der mich den ganzen Tag genervt hat. Weg. So. Sehr schön. Wir haben gewonnen, würde ich sagen. Hat so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Oh, der hat die Panzerung so wie ich. Macht ja auch mal ganz die Skalierung ganz klein. Sieht cool aus. Ja, ich würde sagen, ne? Wir warten jetzt noch kurz die Zeit ab, bis wir gewonnen haben. Und dann lasst uns feiern. Guck mal, ein Tetrarch. Krieg ich den? Meiner. Komm schon. Ach, Mann. Lass mir doch den armen Tetrarch. Komm, wir machen einen Turm springen. Nein, nicht drehen. Oh, schade. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie spektakulärer. Ja, der ist auch schon weg. Keine Chance, hier noch irgendwas abzugreifen. Guck mal auf die Karte. Schade. Ansonsten einfach nur mal zurückspulen. Da lag gerade ein Flugzeug. Einfach auf dem Boden. Nerv nicht. Der blinkt da immer auf, aber ich sehe den nicht.
Mensch, das war doch eine ganz schöne Runde. Die kann ich nehmen. Wunderbar. Achso, wer bis jetzt dran geblieben ist, dem kann ich auch noch kurz sagen, ich bin die nächsten paar Tage weg. Und werde mal gucken, wie ich das mache mit den Videos. Also wenn ich 5 Tage weg bin, dann gibt es jeden zweiten Tag ein Video. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag. Ach nee, heute ist Sonntag. Also Montag, Mittwoch, Freitag, 3 Videos. Und wenn ich schaffe, gibt es natürlich jeden Tag ein Video, aber da muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Naja. Ich hoffe jetzt auch inständig, dass meine Festplatte nicht vollgelaufen ist. Das wäre jetzt echt, das wäre jetzt echt voll das Desaster. Nach dem Motto, yay, endlich eine gute Runde. Was Tolles aufgenommen und dann, nö, Festplatte voll. Warum? Aber nein. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass die Festplatte nicht vollgelaufen ist. Und bei diesen kleinen Panzern sind halt irgendwelche Zäune oder so gleich Stahlwände. Oh. Naja. Aber ich würde sagen, das war trotzdem ganz interessant zum Zugucken. Wir haben jetzt hier nicht den 25 Abschüsse, aber ich glaube, es war trotzdem ganz amüsant. Ja, 5 zerstörte Bodeneinheiten, 3 Abschusshilfen. Oh, eine Tarnung. Baltana-Strich für den T26. Den nehme ich doch. Ja. Erstmal hier kaufen. Kaufen. Notfallpaket kaufen. Forschen. T26, du hast eine Tarnung. Oh, mein Premium-Konto ist ausgelaufen. Okay. Kann ich mich mit abfinden. So. Tarnungsskalierung. Nein, das wollte ich nicht. So. Okay, ich sollte ja auch nicht zu lange machen. Meine Festplatte, ihr wisst. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und auf dem Laufenden bleiben wollt, dann tut das doch einfach. Ich würde mich freuen. Und ja, ich bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.